Die christliche Sozialethik oder Soziallehre der Kirche ist ein Kompass, der die Richtung weist. Die Richtung, wie das gute Zusammenleben aller Menschen gelingen kann. In den rund 130 Jahren der kirchlichen Sozialverkündigung haben sich 6 Prinzipien herausentwickelt, die normativ die Richtung weisen. Gemeinwohl, Solidarität, Gerechtigkeit, Menschenwürde, Nachhaltigkeit, Subsidiarität. Das Zentrum der Soziallehre der Kirche ist keine Ideologie, kein Wirtschaftssystem. Das Zentrum ist immer der Mensch. Der Mensch in seiner Suche nach dem guten Leben. Der Mensch in seiner Beziehung. Der Mensch als Abbild Gottes. Charakteristisch für die Soziallehre der Kirche ist der Dreischritt Sehen, Urteilen, Handeln. Sehen, der Blick auf die Gesellschaft, wie sie ist, mit der besonderen Berücksichtigung der Benachteiligten, der Armen. Urteilen, den Kompass befragen, ob die Richtung stimmt, auf Basis des christlichen Menschenbildes mit den Orientierungspunkten der Soziallehre-Prinzipien. Handeln, es geht immer darum, dass Menschen in Freiheit handeln dürfen, dass sie in Freiheit handeln können, um eine Gesellschaft zu erwirken, in der sie ihrer Verantwortung gerecht werden können, in Politik, in Wirtschaft, in Technik, in Wissenschaft. Die Basis, der Wurzelgrund der Soziallehre der Kirche ist der christliche Glaube. Die 6 Prinzipien der Soziallehre der Kirche sind Faustregeln der Verantwortung. Menschen treffen Entscheidungen. Und wenn jemand eine Entscheidung trifft, kann er sie so oder auch so fällen. Diese Faustregeln der Verantwortung orientieren Menschen in ihren Entscheidungen. Das geht vielen unter die Haut. Wenn Menschen gefoltert werden, vergewaltigt, als Sklaven gehalten oder nicht als Person, sondern wie eine Ware behandelt werden, werden sie in ihrer Würde verletzt. Der Mensch ist das Zentrum der Soziallehre der Kirche. Der Mensch als Person in seiner Würde. Vom zentralen normativen Prinzip der Personalität leiten sich alle anderen Prinzipien der Soziallehre ab. Der Mensch in seiner Würde ist immer zu achten, zu schützen, zu fördern. Der Mensch hat, so die Soziallehre der Kirche, Vorrang. Vorrang vor der Sache. Menschliche Arbeit hat Vorrang vor Finanzkapital. Das Subjekt der Person hat Vorrang vor der Technik. Der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt. Der Mensch in seiner Würde. Der Mensch ist keine Nummer in einer Masse, sondern, so die Soziallehre, immer eine Person mit ihrer Würde, die es zu achten, die es zu schützen gilt. Diese Würde des Menschen ist unteilbar. Weil der Mensch Abbild Gottes ist, so die Soziallehre der Kirche, ist diese Würde auch nicht verhandelbar. Man kann sie sich auch nicht verdienen. Deswegen darf ein Mensch nie als Mittel zum Zweck benutzt werden. Wer einen Mensch in seiner Würde verletzt,
lästert Gott. Menschen sind Individuen in ihrer Personalität. Doch alle Menschen leben in Zusammenhängen. Niemand lebt für sich alleine. Die Freiheit einer Einzelperson muss gelebt werden in ihrer Verantwortung in der Gesellschaft. Diese Freiheit zu leben kann auch Schattenseiten haben. Man kann seine Freiheit missbrauchen, man kann Macht missbrauchen, man kann Böses tun, man kann Gutes unterlassen. Die Soziallehre der Kirche sieht eben das menschliche Leben in dieser dynamischen Spannung zwischen Gelingen und Scheitern. Darin entwickelt sich der Mensch. Es geht wesentlich auch darum zu schauen, dass die Würde der Menschen nicht abgewertet wird. Durch Tun, durch Unterlassen, auch durch Sprache. Personalität hängt zusammen mit der vorrangigen Option für die Armen. Wie gehen wir mit den Armen einer Gesellschaft um? Werden sie in ihrer Würde als volle Menschen in Freiheit geachtet und auch gefördert? Die Würde des Menschen ist unteilbar und nicht von Vorleistungen abhängig. Wasser gehört allen. Wasser ist ein Allgemeingut. Es braucht gesellschaftliche Vereinbarungen, um sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das ist eine der Aufgaben des Gemeinwohls. Damit alle Menschen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser, braucht es aber die Gemeinschaft. Es braucht die Gemeinschaft, die Vereinbarungen trifft in Bezug auf gemeinsame Ziele und Werte, wie zum Beispiel eben das Trinkwasser, das eine Einzelperson alleine nicht erreichen könnte. Warum geht die Soziallehre der Kirchen davon aus, dass Dinge wie das Wasser allen gehören? Der Hintergrund ist der Hintergrund des Glaubens, dass Gott als Schöpferin des Lebens alles geschaffen hat und deswegen alle Dinge allen Menschen zur Verfügung stehen. Das Trinkwasser, der Boden, saubere Luft und so weiter. Als Einzelperson kann ich die Luft nicht sauber halten auf der ganzen Erde. Es braucht die Gemeinschaft, die sich um das Gemeinwohl sorgt. Das größtmögliche Glück einer Einzelperson hat seine Begrenzung im Gemeinwohl. Das heißt, das Gemeinwohl ist dem Einzelwohl vorgeordnet. Das heißt, auch in der Frage des Besitzes, Besitz, Privatbesitz, hat im Letzten einen Dienstcharakter, hat im Letzten eine soziale Bestimmung auf das Gemeinwohl hin. Noch einmal zurück zu unserem Beispiel des Wassers. Es ist in Ordnung, Wasser in Flaschen zu verkaufen und dadurch den Eigenbesitz zu vergrößern. Aber es muss gesichert werden von der Gesamtgesellschaft, dass Trinkwasser für alle leistbar zur Verfügung steht. Es braucht also politische Rahmenbedingungen, es braucht rechtliche Rahmenbedingungen und Strukturen, um das Gemeinwohl zu sichern. Zum Beispiel Wasserleitungen, zum Beispiel Prozesse, dass das Trinkwasser auch gereinigt wird, zum Beispiel Abwasserleitungen und die Entsorgung und die Wiederaufbereitung des Abwassers. Das Gemeinwohl sichert, dass die Interessen von einzelnen Personen oder kleinen Gruppen in Balance gehalten wird mit dem Interesse der Gemeinschaft, der gesamten Gesellschaft.
Wir alle leben auf dem einen Planeten Erde. Wir sind miteinander verbunden, ob wir wollen oder nicht. Die gleiche Erde, Sol, führt uns zur Solidarität, zur Verantwortung aller mit allen. Solidarisch zu sein ist dem Menschen von Natur aus gegeben. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. In einer Beziehung zu einem anderen kann erst der Mensch wachsen und sich als Person entfalten. Solidarität heißt, übersetzt, einer für alle, alle für eine. Solidarität darf sich aber nie nur auf eine kleine Gruppe beschränken, sonst würde es verkommen zum Gruppenegoismus oder Nationalismus. Und das hat nichts mit Solidarität im Sinne der Soziallehre zu tun. Die nicaraguanische Schriftstellerin Joconda Belli bezeichnet Solidarität als Zärtlichkeit zwischen den Völkern. Solidarität hat viel zu tun mit Strukturen, aber auch mit der Haltung der Menschen zueinander. Eine Haltung der Zärtlichkeit, des Wohlwollens, auch Fremden gegenüber. Eine Haltung, die sich in Strukturen, in gerechte Strukturen übersetzen soll. Solidarität ist vor allem denen gegenüber wichtig, die gescheitert sind, die vom Leben gewürgt sind, die in unserer Leistungsgesellschaft nicht mithalten können, die schlechtere Startbedingungen haben, die psychisch, physisch krank sind. Ihnen gegenüber und allen Menschen gegenüber ist es wichtig, Solidarität nicht in Form von Almosen zu gewähren, sondern rechtlich gesichert. Solidarität im Sinne der Soziallehre der Kirche ist eine rechtlich verbriefte Solidarität in Form eines modernen Sozialstaates. Ein Sozialstaat, der politisch ausgehandelt und rechtlich abgesichert ist. Ein Sozialstaat als rechtlich gesicherte Solidarität, als Zärtlichkeit zwischen den Menschen einer Gesellschaft und international gesehen als Zärtlichkeit zwischen den Völkern. Solidarität, ein Prinzip der Soziallehre der Kirche, weil wir voneinander abhängig sind, weil wir füreinander Verantwortung tragen, weil wir auf diesem einen Planeten Erde leben. Wir, die Menschengeschwister. Bildung ist ein Schlüssel für ein gutes Leben. Der Staat hat die Pflicht, Voraussetzungen zu schaffen, dass Bildung erworben werden kann. So wird das staatliche Hilfsangebot zur Hilfe, zur Selbsthilfe. Für die Erziehung und Bildung der Kinder sind prinzipiell die Eltern verantwortlich. Aber nicht alle Eltern haben die Voraussetzungen dafür. Es fehlt oft an Geld, sie haben vielleicht nicht den Bildungshintergrund oder schlichtweg nicht die Zeit, ihre Kinder selbst zu unterrichten. Hier tritt der Staat subsidiär ein. Subsidiarität bedeutet, die größere Einheit, der Staat, schafft Voraussetzungen, um das eigenständige Tun der kleineren Einheit zu ermöglichen. Es gilt das Hilfestellungsprinzip. Zugleich darf sich die größere Einheit, der Staat, nicht zu sehr einmischen. Es gilt auch das Nicht-Einmischungsgebot. Subsidiarität ist damit keine Nothilfe, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Indem der Staat Schulen baut, Lehrer und Lehrerinnen ausbildet, Lehrpläne organisiert, Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellt, schafft er Voraussetzungen, dass Kinder gut, qualitativ gut unterrichtet werden können. Trotzdem ist es auch Aufgabe der Kinder, der Jugendlichen, sich selber aktiv zu beteiligen, selber auch zu lernen, sich die Lerninhalte anzueignen, dran zu bleiben. Während es beim Gemeinwohl um gemeinsame Ziele und Werte geht, wie zum Beispiel Bildung,
ist Subsidiarität ein Strukturprinzip. Es geht darum, Strukturen aufzubauen, Strukturen, Räume zu erhalten, dass Menschen selbsttätig und in Freiheit handeln können. Das sozialethische Prinzip der Subsidiarität ist entwickelt worden in Abgrenzung zu totalitären Regimen wie dem Nationalsozialismus oder dem Kommunismus. Totalitäre Regime wollen alles regeln, gängeln die Menschen, schreiben ihnen genau vor, was sie zu tun haben. Das Ziel subsidiärer Hilfestellung ist, dass Menschen in Freiheit tätig sein können, dass sie sich eigenständig entwickeln und leben können. Subsidiäre Hilfestellung ist Hilfe zur Selbsthilfe, zum freien und glücklichen Leben. Subsidiarität bildet ein Begriffspaar mit Solidarität im Rahmen der Soziallehre. Solidarität als gemeinschaftliche Bewältigung individueller Krisen, Subsidiarität als Hilfe zur Selbsthilfe, um frei gut leben zu können. Ein subsidiärer Staat fördert die kleinere Einheit in ihrer Eigenständigkeit, ohne sich zu sehr einzumischen. Welche Welt, welche Gesellschaft hinterlassen wir unseren Kindern und Enkelkindern? Nachhaltigkeit hat zukünftige Generationen im Blick, die mit den Folgen leben müssen. Sie hat auch unsere natürliche Mitwelt im Blick, also wie geht es unserer Erde in Zukunft mit unseren Entscheidungen. Und sie hat auch Menschen anderer Kontinente und Länder im Blick, die mit den Konsequenzen unserer strukturellen Entscheidungen leben müssen. Die Blume steht für unsere natürliche Umwelt, unsere Mitwelt, unsere Mutter Erde. Die derzeit herrschende ökologische Krise ist verbunden mit Schlüsselworten wie Klimawandel, Artensterben, Verschmutzung von Böden, Luft, Wasser, Meeren. Nachhaltigkeit in der Soziallehre befragt auch unseren Lebenswandel, unsere Lebens- und Produktionsbedingungen. Man spricht aktuell von einer industriellen Risikogesellschaft. Das heißt, Risiken, die wir selbst produzieren, begrenzen sich nicht mehr nur auf einen kleinen Ort, sondern sind über Generationen und über Länder hinaus greifend. Zum Beispiel der Klimawandel. Eine Ursache der derzeitigen sozialen und ökologischen Krise wird in der sozialethischen Dimension gesehen in der Trennung unterschiedlicher Prozesse, in der Trennung von wirtschaftlichen Denklogiken, wissenschaftlichen Denklogiken, sozialen Denklogiken, medizinischen Denklogiken, politischen Denklogiken. Nachhaltigkeit als sozialethisches Prinzip zielt auf Vernetzung, auf das Zusammenleben der ganzen Gemeinschaft der Menschen, auf das Zusammenwirken dieser scheinbar getrennten Bereiche, die doch alle auf das Wohl der Menschen, auf das Wohl unserer Mitmenschen wirken. In Laudato Si, der Sozial- und Umweltenzyklika des Papstes Franziskus, wird das auch beschrieben. Er benennt es das technokratische Paradigma. Diese scheinbare Trennung der einen Welt von der anderen. Das wieder zu verbinden, ist notwendig, denn wir sind alle miteinander verbunden. Nachhaltigkeit befragt die Konsequenzen unseres Lebens- und Produktionsstils auf zukünftige Generationen und auf unsere Mitwelt.
Eine Brille ist eine Sehhilfe. Sie hilft uns, Dinge scharf zu sehen oder Dinge zu sehen, die wir sonst nie sehen würden. Eine zentrale Frage der Soziallehre der Kirche ist die, wie ist eine Gesellschaft gestaltet? Ist sie gerecht für alle Menschen, die in ihr leben? Dabei bezieht die Soziallehre eine klare Position. Sie stellt sich auf Seiten der Armen. Deswegen spricht man in der Soziallehre bei Gerechtigkeit auch von der vorrangigen Option für die Armen. Kirche positioniert sich auf Seiten der Armen. Jesus hat sich mit den Armen identifiziert. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit ist eine Frage, die die Bibel wie ein roter Faden durchzieht. Die Frage der Option für die Armen ist auch eine Frage der Ressourcen. Haben Menschen Zugang zu Ressourcen, wie zum Beispiel Heizmaterial, wie günstigen oder leistbarem Wohnen? Es ist auch eine Frage des Dabeiseins. Menschen, die von Armut betroffen sind, werden oft an den Rand gedrängt, wie etwas, was man eigentlich nicht braucht. Die Menschenwürde jedes Menschen zählt. Deswegen ist eine Gesellschaft erst dann gerecht, wenn alle Menschen sich darin entfalten können. Werden Menschen, auch diejenigen, die vielleicht nicht einen vollen Beitrag leisten können, weil sie vom Leben gewürgt werden, werden sie würdevoll behandelt in einer Gesellschaft und über die Strukturen? Das ist eine Frage der Gerechtigkeit im Sinne der Soziallehre. Die Welt mit der Brille der von Armut Betroffenen zu betrachten, führt in der Soziallehre der Kirche zu folgenden Fragen. Erstens, die Frage der Fairness in wirtschaftlichen Zusammenhängen, Tauschgerechtigkeit. Zweitens, die Frage der Verteilung von Gütern und Lasten in einer Gesellschaft, Verteilungsgerechtigkeit. Drittens, die Frage nach dem politischen Ausgleich für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen, um sich entfalten zu können. Bedürfnisgerechtigkeit. Viertens, die Frage nach gleichem Lohn für gleiche Leistung. Leistungsgerechtigkeit. Fünftens, die Frage nach Fairness in rechtlichen Verfahren. Verfahrensgerechtigkeit. Sechstens, die Frage, ob gesellschaftliche Prozesse so gestaltet sind, dass sich alle einbringen können, egal welchen Hintergrund sie haben, egal welche Ressourcen sie haben. Beteiligungsgerechtigkeit. Siebtens, die Frage, ob Teilnahme an einer Gesellschaft für Männer wie für Frauen gleich möglich ist. Geschlechtergerechtigkeit. Die Frage, wie gerecht eine Gesellschaft ist, hängt damit zusammen, wie sie mit den Schwächsten ihrer Mitglieder umgeht.